Wow, schaut euch mal an, wie schön das hier aussieht hier. Mario und Rabbids Sparks of Hope auf der Nintendo Switch, das ja am 20. Oktober 2022 erschienen ist. Das ist übrigens der zweite Teil auf der Nintendo Switch. Man kann das Spiel nur alleine spielen, aber es hat in der Zwischenzeit oder in anderen Worten in der Vergangenheit schon ein paar schöne Auszeichnungen erhalten, wie man das Ganze auch hier sieht. Das Ganze hier bei mir auf YouTube jetzt in einem Let's Test oder in anderen Worten Let's Show auch. Ich gucke mir das mal an. Ich habe die Vorgänger oder in anderen Worten den Vorgänger davor nicht gespielt. Ist für mich jetzt hier auch das erste Mal. Und wir beginnen hier mal mit einem neuen Spiel. Keine Ahnung, ob mir das Spiel gefällt oder nicht, weil es geht ja mehr ein bisschen in das Genre Strategie. Tja. Vielleicht bin ich ja ein Stratege oder so. Ich weiß es ja auch nicht, aber lasst euch mal überraschen. So wie ich eigentlich auch. So, speichern. Oh, cool, gleich mit Princess Peach los. Okay, die Rabbits sind auch da. Die machen ja immer so ein bisschen Blödsinn. Hey, cool, eine Kröte. Also ich habe, wie schon gesagt, keinen Schimmer, was mich hier erwartet. Ich habe auch kein Let's Play oder sonst was davon angeguckt. Peach! Sie ist auch da, cool. Yay! Mario! Rabbit Peach! Beep! Beep, oh! Ich bin so froh, euch zu sehen. Ja. Also Musik läuft da gerade nicht so. Ist nur alles so ein bisschen so gezwitscher. Oh, die Rabbits sind heute ziemlich aufgekratzt. Irgendwer hat Mario Rabbits Latzhose verlegt. Hm. Auch eine neue Pose, so ein bisschen so Mimik von Peach gleich zu sehen. So sieht man sie eigentlich nicht. Ha? Sie ist weg und jetzt traut er sich nicht, hinter dem Busch hervorzukommen. Ja, ja. Wenn ich den Dieb erwische, der mir meine Latzhose geklaut hat, wo ist sie? Hm? Könntet ihr bitte Marios, Rabbit Marios Latzhose suchen? Seht hinter den Bäumen und Büschen nach. Ist so gut wie erledigt, verehrte Prinzessin. Stets zu Diensten. Was? Deutsche Sprachausgabe? Okay. Hä, jetzt bin ich aber überrascht. Okay, gut, von Ubisoft kennt man es ja nicht anders. Aber hey, wow. Okay, das hätte in die Hose gehen können. Finde Rabbit Mario's Latzhose. Hey, ist mega cool, ich bin im Schlossgarten. Okay, also die finde ich ein bisschen creepy, die da hinter mir da mitläuft. Die kann gleich verschwinden, ne? Kann ich auch erspringen, oder was kann ich hier machen? Das ist noch die normale Stimme von Mario, ne? Noch die neue. Also, wo müssen wir hin? Hallo Peach, was geht ab, ey? Rabbit Mario braucht deine Hilfe. Ja, Rabbit Mario. Kann ich auch hier rennen oder so? Also, wir gehen mal... Die Krawatte an. Die Latzhose. Ich glaube, das ist immer richtig, wenn ich da oben einfach gucke. Also, wenn ich einfach... Hier müsste doch irgendwas versteckt sein, oder nicht? Also wenn ich so ein bisschen so auf dem Toad, weißt du, wo es durchgeht? Ich habe gehört, dass du ein neues Raumschiff gebaut hast, Bipo. Darf ich es fliegen? Nein. Wo ist diese Latzhose? Da ist sie auf so Da, schütteln. Ja. Bring Mario Rabbit... ja. Weil man so bin auch auf dem Dings... mega geil, er hält sogar in der Hand. Okay, weil die meisten in weißen Videospielen wird das so ein bisschen so eingesteckt. So. Man hat sie oben auf dem Kompass kurz gesehen, wo man hingehen muss. Hallo Vögel, was geht ab, ey? Ja. Oh. Ah, er hat sie immer noch in der Hand. Okay. Bring sie schnell zu ihm. Ja, wo ist er? Ah, der ist da. Ah, der versteckt sich hinter dem Busch. Darum getraut, dass sich nach außen zu kommen. Jetzt. Bin wieder da. Ah, wieder im Einsatz. Hm. Oh, du hast eine Latzhose gefunden, Rabbit Mario. Ich wusste, dass es kein gutes Versteck ist. Aha,
Hey, verstehe. Du wolltest genauso cool sein wie Rabbit Mario. Aber es gibt nur einen, der in diesen lässigen Beinkleidern so gut aussieht. Ende gut, alles gut. Jetzt können wir diesen herrlichen Tag endlich im Eintracht und Frieden genießen. Jetzt, da wir unser jüngstes Abenteuer bestanden haben, können wir uns zurücklehnen und entspannen. Mit dem sicheren Gefühl, alles unter Kontrolle zu haben. Hört man den echt auch gut hier im Video? Ich hoffe es schon. Also ich sehe schon, die Leiste geht schon ein bisschen weiter nach oben. Jetzt muss ich den Sound ein bisschen lauter machen. Wow. Was ist denn hier los? Luma. Es gibt so irgendwie Mario Bros. Movie-Vibes gerade irgendwie. Okay, was ist das denn für eine Qualle oder was ist das denn für ein Rochen? Ein Riesenrochen. Ein Taro. Hier. Die Blicke hier wieder. Ja, und sie macht dasselbe. Wow. Heftiger Start, ey. Peach Showtime. Okay, Mario und Peach. Jetzt dabei. Boah, Mario und Peach, das wäre doch auch ein cooler Spieltitel, findet ihr nicht auch? Mario und Peach Adventures. Okay. Hintergrund wird auch immer schön gespeichert, cool. Von Deckung zu Deckung. Okay, jetzt beginnt hier ein bisschen so, erreiche den Bereich. Ah, wir sind jetzt auf diesem Rochen oben und das wird jetzt so... Wir schlendern ganz entspannt über den Rücken dieses Flugwesens und sind ruckzuck am Ziel angekommen. Ist cool. Oh, streck dir die Wörter entspannt, schlendern und keine Sorge. Gegner im Anmarsch! Okay. Mario, geh in Deckung und lass dich nicht ungeschützt erwischen. Bewege dich von Deckung zu Deckung und vergiss das Angreifen nicht. Ja, wenn ich wüsste wie. Los geht's! Da, geh in Deckung, um deinen Helden vor Gegner zu schützen. Okay. Während du in Deckung bist, kannst du mit ZL auf Gegner zielen und sie so treffen, während du geschützt bleibst. Okay. Erinnert mich irgendwie ein bisschen so ein Lasertag hier irgendwie oder so Paintball, wo man sich so versteckt. Let's go! Let's go! Okay, jetzt sag mal hier. Ein bisschen ja schauen, wie das Gameplay ein bisschen ist und die Steuerung, ey. So, also ich kann mich da anschleichen. Wow, mega cool gemacht. So ein richtiger James Bond Mario, hey. So Geheimagent. Okay, also jetzt müssen wir schon kurz gucken. Zettel, kann ich da irgendwie... Dual Blaster. Okay, feuert zwei Geschosse, bringt wieder beide auf ein Ziel oder auf zwei verschiedene. Betätigt das erste Ziel, um ein zweites zu wählen. Also kann ich einfach so sagen, hier, oder was? So, oder wie? Und dann A drücken. Und dann nochmal... Das wird ja nicht so irgendwie genau erklärt gerade, aber ist egal. Irgendwie finde ich das schon heraus. Okay. Der Gegner kommt jetzt an die Reihe. Ja, ich befinde mich noch dahinter. Aber man kann auch noch vorspulen, wenn man möchte. Wir schauen uns mal das Geschehen ein bisschen an. Oh mein Gott, das stört sogar auch die Hindernisse. Ja, dann kann ich einfach hier nach vorne laufen, ne? Jetzt ist aber der Gegner da hinten, aber wie soll ich denn abschießen? Gut, wenn ich ja mit meiner Knarre da zwei abschießen kann, kann ich ja nicht... Kann ich den da vorne auch noch dann abschießen, nicht, oder? Ich weiß halt noch nicht so richtig, wie der Radius da so funktioniert. Weil einer ist da. Aber wie soll ich den jetzt da nachher noch abschießen? So, den könnte ich da abschießen, aber den nächsten nachher nicht. Sag mal. Ja, habe ich ihn jetzt erwischt? So, ja, aber ich komme nicht ganz hin, seht ihr? Ja... Jetzt kommt er an die Reihe. Der knallt mich jetzt aber ab. Ja. Rabbit Peach ist in Reichweite. Versucht nun sie zu erreichen, indem ihr euch zur Schwanzspitze des Mantas begibt. Ja. Okay, okay.
Ja gut, kann ich einfach dahin laufen und den abknallen jetzt, oder wie? Hier. Weil ich habe zwei Schüsse, also spielt es keine Rolle, ob ich mich jetzt verstecke. Er kommt immer an die Reihe, nachdem ich an der Reihe war. So, was ist jetzt da los? Okay, ist noch speziell gemacht. Sieht auch mal. Rabbit Peach. Ich möchte lieber die richtige Peach an meiner Seite, nicht dich. Ja. Yeah. Okay. Ach du dickes Ei. Was ist das, wenn das für Geschöpfe zerstöre Mantas Schwachpunkte. Ja, Mantas Schwachpunkte. Easy. Also wie schon gesagt, ich kann zweimal hintereinander schießen und dann sind sie in der Reihe. Okay, okay, okay. Also anscheinend etwas mit dieser bösen Energie, die unsere Waffen außer Gefecht setzt, okay. Unsere Waffen funktionieren nicht. Ha, dann starten wir doch einfach unseren mächtigen Rasereiangriff. Der hat uns schon in so mancher Schlacht aus der Patsche geholfen. Mhm. Rasereiangriff. Mal schauen, was es ist. Mit der Raserei können wir diese eiförmigen Dinge ablösen. Und sobald wir sie haben, könnt ihr sie auf die kugelförmigen Augapfelausstülpungen der Kreatur werfen, ihre Schwachstellen. Okay, also irgendwas mit dem Ei hier, ne? Okay, los geht's. So, also irgendwas müssen wir hier mit der Raserei da machen. Ich geh jetzt einfach mal. Ich habe keinen Schirm, ob ich jetzt das richtig mache, weil unsere Waffen funktionieren ja nicht. Hier, was habe ich jetzt gemacht? Aufheben. Ah, jetzt muss ich das einfach dem anwerfen, oder wie? Aber das greift ihr nachher an, oder nicht? Weil nachher kommt ja der andere dann die Reihe, oder nicht? Das war... okay. Ja, dann kann ich das davon auch einfach so nehmen, oder wie? Nehmen wir zuerst mal den... ah. Nein, ich komme da nicht drüber. Hä, wie komme ich denn darüber? Wie komme ich denn auf die andere Seite? Oder kann ich das mit Mario machen oder so? Ja, Mario ist auch noch da. Ja. Ja, aber das wurde auch nicht gesagt, dass ich den Charakter wechseln kann. Ich denke, wenn man den ersten Teil gar nicht gespielt hat, dann weiß man das vielleicht gar nicht. Tutorial zu ungenau. Okay, gut, wie komme ich jetzt hier nach vorne? Wie komme ich jetzt zu dem Teil dahin? Weil wenn ich den Charakter hier wechsle, dann komme ich da nicht so ganz nach vorne. Wenn ich drücke, passiert nichts. Außer der Gegner ist dran. Ja gut, was bringt mir das, wenn der Gegner jetzt an der Reihe ist? Und möchtest du deinen Zug überspringen? Nein. Weil ich komme hier nicht weiter nach vorne. Verstecken kann ich mich hier auch nicht. Ah, da oben ist ja noch einer in der Mitte. Wer ist denn das da vorne? Da vorne hängt ja eigentlich auch noch rum. Aber ich komme nicht zu dem Teil da vorne hin. Ich glaube, ich mache jetzt einfach mal der Gegner ist dran mit Y. Was anderes fällt mir nicht gerade ein. Möchtest du deinen Zug überspringen? Ja. Jetzt kommt er an die Reihe. Aber der möchte die Steine zerstören. Der letzte Schwachpunkt befindet sich hinter diesem Spalt. Wir müssen einen Weg finden, rüberzukommen. Zeit für ein Teamsprung. Ja, eben, seht ihr, dann habe ich es richtig gemacht. Das ist aber noch fies gewesen, hä? Ja, mit einem Teamsprung kannst du das letzte... Was kannst du das letzte Zeitei erreichen? Während eines Teamsprungs können deine Helden sich in der Luft frei bewegen, aber behalte den Timer im Auge. Okay. Trommle deine Helden zusammen, um einen Teamsprung auszuführen. Wenn du neben einem anderen Helden stehst, kannst du seine maximale Teamsprungreichweite sehen. Wenn ein Held in der Bewegungsbereich seines anderen Helden kommt, wird dieser Bereich gelb hervorgehoben und das Schuhsymbol wird ebenfalls... Okay, so probiere ich das irgendwie mal ein bisschen aus. Also hier irgendwie können wir da rüber gehen oder Teamsprung einfach so miteinander drauf. Moment mal, also er ist jetzt da, dann ist er da. Geht das ja Teamsprung, so vielleicht. So. Ja, jetzt kann ich da so rüber. Komme ich wieder runter? Fallen B. Okay. Okay, das ist aber noch cool gemacht. So kommt man über Hindernisse, also in dem Spiel. So. Aber das heißt, die Charaktere müssen zuerst zueinander führen, sonst geht das eben nicht. So, der Rocken stürzt jetzt gleich ab. Okay. Mhm. Zack, zack, zack.
Wo ist Peach? Du bist nicht Peach. Oh oh, die Gangsters, hey, was sind das für welche? Ja, hey, aber die Animationen, die sind wirklich mega schön in dem Spiel. Ja, die Waffen funktionieren nicht. Helfen Sie uns. Ja, das hättest du früher schon machen können. Ja, Luma gibt uns die Energie. Oder Rabbit Luma, würde ich mal sagen. So, jetzt sind wir wieder da. Ready. Schuss in die Fensterzeit. Besiege alle Hasen. Oder Alienhasen oder was auch immer das sein werden. Unsere Waffen sind wieder einsatzbereit. Das heißt, in Deckung gehen, Ziel anvisieren und Feuer frei auf diese Strolche. Ja, Momente. Passt aber auf, denn diese Dimension ist anders als unsere. Nach einem Schuss könnt ihr euch nicht mehr bewegen. Ja. Nach einem Schuss könnt ihr euch nicht mehr bewegen. Da vorne sind einfach drei Stück, ne? Wenn ein Gegner hinter einem Teilhindernis ist, besteht eine Wahrscheinlichkeit von 50%, dass du ihn triffst. Okay. Entlang der gestrichelten Schusslinie wird die Trefferwahrscheinlichkeit in Prozent angezeigt. Ah, gut zu wissen. Und manche Waffen können Teilhindernisse umgehen und Gegner treffen, auch wenn sie sich dahinter befinden. Okay, gut zu wissen. Denk daran, nach einem Schuss kannst du dich für den Rest des Zuges nicht mehr bewegen, also geh zuerst in Deckung. Ja. Das heißt, ich gehe mal hier in Deckung, das heißt, da können sie mir nichts machen und ich könnte einfach mal da hinten dann nachher losschießen, dann, ne? Wobei, von hier, klar, ich könnte auch da, nein, da komme ich nicht hin, das ist ein Bereich hier. Das ist der einzige Bereich, wo man sich hier verstecken kann, dann machen wir da so. Hier. Sonst könnte ich auf den und den. Da steht 50%ige Chance sogar. Das heißt, ich kann jetzt auf den schießen und auf den. Ist nichts passiert. Das zum Thema 50%. Okay, jetzt kann ich mich ja nicht mehr bewegen, aber ich habe ja noch den hier. Das heißt, mit dem können wir den da vor mir da abknallen. Die da hinten, die kommen da nicht so mehr da nachher rüber. So, zeig mal jetzt hier. Ja, da komme ich hin. Da steht jetzt keine Prozentzahl. Das heißt, mit dem komme ich eigentlich viel besser hin. Vorher drei Geschosse. Muss ja auch so mal wissen, wie die Waffen hier funktionieren. Ja. Der ist down. Und die da hinten. Ja, die möchten jetzt Mario abknallen. Ja. Mario, du brauchst Hilfe! Ah, das sieht man im Hintergrund auch. Haben wir kurz, glaube ich, den Radius gesehen, wo man dann nachher hinkommt. Also, das heißt, ich könnte. Oh, Mario müsste aber weg. Mario, komm da zu mir hin. Das ist gut, Cher. Kannst auch darüber gehen, nein. So, Teamsprung. Ich könnte auch zu denen hinspringen, wenn ich möchte. Oder auf die andere Seite könnte ich gehen. Hey, beruhig dich. So. Also, sag mal hier mit dem. Da könnte ich beide, also die treffe ich da beide, ohne Prozent oder so. Ja. Jetzt kommt der andere noch an die Reihe. Nein, Mario habe ich ja auch noch, ist auch noch speziell. Ich könnte einfach hier nach vorne gehen. Sag mal, mal schauen, was passiert, wenn ich einfach da hingehe. So. Du stirbst hier. Wahrscheinlichkeit 20%. Egal. Wir gehen auf das volle Risiko. So. Wow. Ein Portal in eine andere Dimension. Dun, dun, dun. Okay. Wow. Oh mein Gott, ist das der Endboss schon? Goombas. Krass. Wow. Hier. Gehorcht jetzt nur mir. Der hat sie manipuliert mit seinem Auge, hä? Hey.
kopfüber uns ins Unbekannte. Jetzt haben wir Goombas, jetzt haben wir neue Gegner da. Besiege alle. Easy. Hey, wieso sind die Goombas so nah bei uns? Hey, diese bösartige, vorstellende Monster ist Misera. Ja, Misera. Du mieses Ding da oben, ey. Wir sind hier mit Mühe entkommen, aber sie wird nicht aufhören, uns zu jagen. Ja. Diese Misera ist außerhalb unserer Reichweite. Trotzdem gehen ihre Energiewerte weit über das hinaus, was ich erfassen kann. Okay. Ich kann euch helfen. Ich kann Mario die Kraft verleihen, seine Angriffe zu stärken. Wow. Sie wirkt sich sogar auf eine seine Freunde aus. Okay, krass. Jede Hilfe ist uns willkommen. Mario, zeig mal, was deine neue Fähigkeit vermag. Apropos Fähigkeiten. Neue Fähigkeit? Denkt daran, dass ihr beide über individuelle Techniken verfügt. Ich habe das Gefühl, dass ihr sie brauchen werdet. Ja. Okay. Neue Fähigkeiten, das mag ich. So, jetzt, da du zwischen Zettel und den Techniken Zettel und Sparks L wählen kannst, denk daran, dass jeder Held 2 Aktionspunkte pro Zug hat. Okay, die sieht man hier in der Mitte. Und vergiss nicht die Raserei. Diese Bewegungsfähigkeiten verbrauchen keine Aktionspunkte. Okay, aber sie haben eigene Zähler. Um an eine bessere Position zu gelangen, kannst du einen Teamsprung nutzen. Es ist eine Bewegungsfähigkeit und verbraucht keine Aktionspunkte, aber sie hat einen eigenen Zähler. Okay, die stehen jetzt einfach da vor uns. Okay, gut, da hinten hat es aber auch noch ein paar von diesen Gangsters. Die knallen nachher nach vorne, oder? Ist nicht gescheit, mich dazu erstmal da zu verstecken. Jetzt habe ich da L, habe ich da die neue Fähigkeit auch, oder nicht? Also zeig mal hier, wenn ich jetzt da drücke, kann ich da zurückschießen zu denen da nachher. Zeig mal. Ja gut, keine Ahnung, was jetzt gerade los ist. Also ist die neue Waffe oder was? Ich check's gerade nicht. Zeig mal hier Zettel. Die sind ja alle da, die möchte ich da weghaben, die drei da. So, 1, 2. Ja. Ist ja schon gut, ich kann ja zurückschießen und nicht irgendwie, ich habe gedacht, ich könnte nicht zurückschießen. Es ist so in die Seite, wo die hinter mir sind und nur irgendwie da vorne irgendwas machen, aber ich kann ja auch die andere Seite hier gut benutzen. Teamsprung könnte ich jetzt hier machen, aber das mache ich jetzt nicht. Herzchen hat sie da unten auch noch. Also der soll mal verschwinden, weil der läuft dann nachher zu uns hin. Ja, zuerst mal hier ein bisschen die Umgebung da. Ah, sie darf doch mal, sie hat, ja stimmt, ich habe 2 Züge. Für Mario steht da nicht in einer komischen Lage. Weil der eine ist ja auch noch da. Hä, ich kann mich nicht mehr bewegen. Wer ist jetzt an der Reihe? Also er nicht. Ah doch, Mario ist noch an der Reihe. Mario ist da noch an der Reihe. Oder nicht? Moment, heilen. Ich konnte mich nicht bewegen. Nein, zeig mal schnell. Ja, zielen kann ich nicht von der Position. Aber das ist wahrscheinlich, weil Mario an der falschen Seite gerade steht. Dann kann er nicht auf der anderen Seite sich da bewegen. Also sie, nicht Mario. Das labere ich hier. Jetzt bin ich ja richtig. Ja gut, dann kann sie ja nur healen. Weil ich kann da hinten nichts machen. Ich kann mich nicht bewegen. Im Teamsprung geht auch nicht. Ja gut, mach mal Zettel. So. Ja, ich muss mich dann am besten noch mit den ganzen Fähigkeiten da ein bisschen dann einfuchsen. So, jetzt kommen die. Hört ihr, der geht von alleine, mega cool. Der stoppt sie einfach automatisch gerade. Hier. Sie kommen nach vorne, Leute. Wow, seitliche Treffer. Ja, Leute. Sie reden sogar. Jetzt reicht's. Ja. Ja, die kommen natürlich auch noch an der Reihe. Ja, die möchten unser Hindernis da wegschießen. Okay, okay, okay. Klar, wir könnten uns eigentlich auch umpositionieren, dass wir hinter ihnen sind. So mit dem Teamsprung so zum Beispiel, so darüber. Und dann irgendwie, ja, jetzt bin ich da hinten. Ja, weiter nach hinten kann ich jetzt nicht gehen. Gut, das sind jetzt 2. Da oben ist einer, da hinten sind noch. Ja, da ist einer. Ja, da ist auch einer. Muss mal was ausprobieren, ne?
Also den hier. Ja. Da ist ja einer da vorne noch. Der muss weg. Ja. Des Weiteren da hinten. Aber wieso kann ich nicht mehr schießen? Das finde ich noch ein bisschen komisch. Gut, dann versteckt sie sich halt. Weil ich hätte eigentlich noch einen Zug. Und da kommen die Goombas, kommen da hinten. Und da hinten ist halt auch noch einer. Weil der eine, der sitzt da eigentlich weg und ich stehe da hinter dem Hindernis. Der andere könnte dann nach vorne kommen, aber wenn ich den da schon abknalle. Machen wir mal so. Aber die kommen ja auch noch, die müssen auch weg. Ja. Was ist L? Kann ich immer, mit dem kann ich nichts machen, ne? Sag mal L. Turboladung. Ja, was auch immer das jetzt gerade war. Aber jetzt kann ich da nichts mehr gerade machen, außer hier. Z, der geht hier nicht. Das heißt, der Gegner ist jetzt an der Reihe. Bewegen kann ich mich jetzt nicht. So. Jetzt kommen die. Ja, die haben sie natürlich gesehen. Oh mein Gott, das Hindernis ist auch weg. Ja. Okay. Da ist auch noch einer. Oh oh. Gut, das ist wie schon gesagt mein erstes Mal. Ich muss mich da auch noch ein bisschen zurechtfinden. Klar, ich könnte hier nach hinten gehen und von da hinten dann noch losfighten. Teamsprung! Ich gehe jetzt mal darüber, hey. Such mal neues Hindernisse. So. Dann schießen wir nämlich den da vorne schnell ab. Ja, die kommen jetzt aber auch noch. Das ist auch nicht gut. Aber der da vorne, der gute Ball hat dann nachher rüber. Die Kleinen da, die werden sie dann nachher angreifen. Das möchte ich ja auch nicht. Dann helfe ich lieber ihr da schnell zuerst. Ja. Und sie, ja, sie muss sich da um den kümmern, dass der verschwindet. Ja, sie wollte immer 30 Raketen. Da kann ich jetzt nichts mehr machen. Fraglich ist, was jetzt der Gegner gleich machen wird. Ja, er kommt natürlich nach vorne, der Kleine. Oh mein Gott. Ja. Ich müsste sie fast schon auch umpositionieren, ne? Wieso ist der hier nach hinten gegangen? Ah, da ist nochmal einer da hinten. Ah, man kann das ja auch ein bisschen so angucken, wo sie sind. Hier. Ja, ich stehe nicht in einer guten Position. Ich gehe jetzt mal hier zu Mario. Oder von der Seite, da kommen sie hier auch nach vorne. Mario. Hier bleiben wir einfach so in Deckung, ne? Sie kann da nicht einfach dahin jumpen, oder wo er jetzt gerade ist. Und jetzt sagen wir Mario schnell hier. Mario könnte von da vorne da angreifen, aber die kommen da hinten durch. Da vorne ist ja eigentlich einer noch. Ich glaube, ich bleibe einfach mal hier mit Mario. Versuche den da abzuschießen. Ja. Der da hinten komme ich nicht hin. Außer ich knall das Hindernis ab. Ich glaube, wir ballen den zuerst einmal weg. Dann haben wir einen weniger. Ja. Oh nein, der lebt noch. Wir bräuchten eigentlich mal ein bisschen Heal. Ja. Ich spring das mal her. So. Das war schon mal richtig schlau mit dem Heal. Weil sonst geht es uns da nicht mal so gut. Den Kleinen könnte ich da abknallen. Dann ist er auch nämlich weg. Jetzt sind noch die anderen zwei dort hinten. Ja, ich kann jetzt auch nichts mehr machen. Mario auch. Mario hätte noch Zettel hier. Mario. Helden? Was Heldensicht? Was ist das? Ziele, die in Reichweite sind und Sichtweite hinbekommen, erleiden 100% Schaden. Okay. Ja, kann ich auch mal machen irgendwie. So. Da können wir vorne spulen. So, easy. Okay. Also diese laufen, da steht einer einfach frei. Also dann können wir da easy schnell abschießen hier da vorne. So. Der ist weg. Nein, der lebt wirklich noch. Das gibt's doch nicht. Was ist hier?
Da hinten ist doch auch noch irgendwo einer gewesen. Da kann man die Kamera nicht irgendwie so drehen, dass man ihn da sieht, oder nicht? Also der Letzte, das ist ja der Letzte da. Du bist ja noch der Letzte. Du bist ja noch der Letzte. Ja. Schlacht gewonnen. Okay, meine erste Schlacht, die ich gewonnen habe. Ja, ist jetzt nicht so eine Top-Leistung gewesen, würde ich jetzt mal sagen. Aber ist ja auch das erste Mal. Also von dem her, ich lebe noch. Okay, was ist denn hier los? Oh, wir bekommen Verstärkung, oder was ist hier los? Unser Raumschiff hilft uns damit. Rabbit Mario. Okay. Mega cool gemacht, ey. Ja, wir fliehen. Los, weg. Und somit beginnt das Abenteuer. Cool. Oh. Was ist los? Herzlich willkommen, Mario und Rabbit Peach. Schön, dass ihr unversehrt seid. Eure Sicherheit ist für unsere Mission von entscheidender Bedeutung. Cool, jemand, der den Text vorliest. Hey, hallo. Erinnerst du dich? Das Wesen, das dich erschaffen hat. Auch ich lebe noch. Okay, ist das irgendwie so ein Wesen, das im ersten Teil liegt? Ebenfalls erfreulich, aber in deinem Fall ist der kritische Erfolgsfaktor um 31,732193% geringer. Nehmt Genie ihre Arroganz nicht übel. Als neue künstliche Intelligenz des Schiffes hat sie erst gestern ein Ich-Bewusstsein erhalten. Mhm. Offensichtlich ist da noch ein wenig Qualitätskontrolle erforderlich, aber da wir uns gerade in einer Notsituation befinden, wollte ich... Lume! Hallo, mein Kleiner! Hallo! Interessant! Dem Anschein nach besteht diese Kreatur zu gleichen Teilen aus Rabbit und Luma. Folglich steckt eine große Menge Energie in ihr. Ja... Ich vermute, dass noch mehr davon über die Galaxie verteilt sind, aber mir fehlen die Daten, um eine genaue Zahlenangabe machen zu können. Mhm. Was ist los? Wie konnte das passieren, Rosalina? Hätte das niemals zugelassen. Hey, Mama! Sie ist in Gefahr wegen Misera. Bitte, helft ihr bitte! Okay, müssen wir Rosalina retten. Oh nein! Rosalina, es muss etwas Schreckliches passiert sein. Misera nimmt die Galaxie ein, mit Hilfe einer zerstörerischen Energie namens Finsterzeit. Okay. Ich kann das Epizentrum dieser Aktivität ausmachen. Miseras Festung. Schaut euch mal den Blick hier an von Princess Peach. So ganz erstaunt. Was ist hier los? Hier Mario auf der linken Seite. Hm. Unser Schiff würde eine Ewigkeit brauchen, um von unserer aktuellen Position zu dieser Festung zu gelangen. Mhm. Allerdings könnten wir mit Finsterzeit Energie in gereinigter Form eine Reihe von Warp-Tunneln erzeugen, durch die wir quasi sofort dorthin gelangen würden. Okay. Genau das wollte ich unserem Freund hier gerade vorschlagen. Wie sollen wir deine Art eigentlich nennen? Aha, wie wäre es mit Rabbit Lumas? Das habe ich ja auch schon gesagt, genau, oder nicht? Rabbit Lumas. Oh. Wirklich? Wenn man es objektiv betrachtet, passt Rabbit Lumas doch eigentlich perfekt, oder? Ja. Der nächste Planet in Reichweite ist Strahlestrand. Dort Strahlestrand? Ist die Zeit bereits ausgebreitet. Es gibt nicht genügend Daten, um die Gefahrenstufe einzuschätzen. Ey, ich habe nämlich gesagt, dass es einen Strand gibt. Da muss ich hin. Hör auf, Genie. Für dich sind Abenteuer vielleicht neu, aber nicht für uns. Bei dieser Mission erwarte ich einen Schwierigkeitsgrad von... Von mittel herausfordernd entspannt, nämlich mittel. Natürlich behalte ich mir das Recht vor, meine Meinung im Laufe der Mission jederzeit zu ändern. Okay, also kann man das wieder anpassen, den Schwierigkeitsgrad, mega nett. Wie auch immer, durch die Rückendeckung
der Rabbit Lumas wird unser steiniger Weg schon etwas weniger beschwerlich. Okay. Ich dachte, wir hätten uns auf Sparks geeinigt. Hm. Egal. Wichtig ist, dass sie uns helfen. Jetzt, da Misera weiß, dass sie bei uns sind, wird sie uns bestimmt nicht noch einmal belästigen. Ja. Da ist Misera. Erinnert mich irgendwie an Madame Grape aus Princess Peach. Showtime irgendwie. Auf eine andere Art. Ich brauche die Energie dieser Kreaturen. Bring sie mir. Okay, Majestät. Los. Speichern. Speichern. Wow. Oh, da regnet es aber heftig hier gerade. Wow. Naja. Und wo sind die Helden? Ja. Was ist dort? Das Wetter ist echt mies. War das echt Misera? Oh. Oh, was ist das denn? Wenn ihr Ägen machen wollt, davon, haben wir schon genug. Steck das Ding weg. Wir sind Helden, keine ungezogenen Touristen. Mhm. Helden? Du meinst die Art Helden, die sich selbst in Gefahr bringen, um völlig Fremden zu helfen? Binga, binga, bunga, baby. Augies Gebete wurden erhöht. Haha. ich meine, ich habe da ein paar klitzekleine Probleme, bei denen ich Hilfe gebrauchen könnte. Seht ihr das Ding da oben auf dem Leuchtturm? Ja. Oh, die Sonne ist in dem Augenblick verschwunden, als es aufgetaucht ist und unser Leuchtfeuer ausgepustet hat. Dieses Ding ist ein Finsterzeit-Tentakel. Wenn wir ihn vernichten, können wir nicht nur seinen schädlichen Einfluss auf das Wetter aufheben, sondern auch seine Finsterzeit-Energie reinigen, um damit einen Warp-Tunnel zu unserem nächsten Ziel zu erzeugen. Okay, das ist das unser nächstes Ziel. Irgendwas ist da los. Außerdem müssen wir alle Finsterzeitpfützen beseitigen. Sie bringen uns zwar keine gereinigte Energie, sind aber trotzdem gefährlich. Oha. Könntet ihr das noch in dem Dorf vorbeischauen? Es schwebt in große Gefahr, darum wollte ich mich eigentlich schon längst kümmern. Augies Anliegen lässt sich mit unserer Mission vereinbaren. Im Dorf habe ich außerdem einen Spark entdeckt. Wir sollten Kontakt aufnehmen. Oha. Spark? So nennt ihr diese kleinen sternförmigen Tierchen? Die hätten uns in allen besseren Gefallen getan, zu Hause zu bleiben. Zwar alle hier, aber das Dorf mit seinen Problemen klingt nach einem Job für ein Heldenduo. Und meine Wenigkeit natürlich. Heldenduo? Ein Kinderspiel. Bringen wir es hinter uns, bevor meine Nanodionen einrosten. Wer kommt mit? Neue Hauptaufgabe freigeschaltet. Du hast deine ersten Aufgaben freigeschaltet. Sehen wir sie uns auf der Karte an. Ja. Hier, der nächste Schritt in unserer Hauptaufgabe. Okay. Um alle verfügbaren Aufgaben zu sehen, kannst du jederzeit X drücken und dein Aufgabenprotokoll öffnen. Okay, rette Strahlenstadt. Also müssen wir zuerst zur Strahlenstadt dann gehen.
und Teamheilung. Drücke Steuerkreuz nach unten, um diese Seite Teamheilung zu öffnen, um dein gesamtes Team zu heilen. Das gesamte. Natürlich im Tausch gegen einige Münzen. Dies ist ein Angebot von Roboto 99, irgendwas, dem Händler. Schau mal bei ihm vorbei, er hat auch einige sehr interessante Items zu verkaufen. Okay, das könnte immer gut sein. Okay. Ubisoft Connect. Rette Strahlenstadt. Okay, also sind wir das Duo hier. Cool, cool, cool. Ja gut, Leute, dann machen wir... Ich weiß nicht, ob ich das nächste Mal hier weitermachen werde oder nicht. Ihr werdet es dann sehen. Aber ehrlich gesagt bin ich schon noch am besten gespannt, weil jetzt haben wir ein bisschen so das Intro gesehen. In meinen Augen war das wie ein kleines Tutorial. Und ja, jetzt gucken wir uns dann am besten hier auf der ersten Insel da um oder Welt, was auch immer das hier sein mag. Wo halt hier am besten so regnerisch gerade auch ist. Wie hat es euch so am besten so gefallen? Habt ihr das Spiel auch schon gespielt? Lasst es mich mal in den Kommentaren wissen. Bis zum nächsten Mal und tschüss zusammen.